So Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball FighterZ. Wir haben hier beim letzten Mal den Kampf gegen Krillin angefangen. Und mit dem machen wir jetzt auch weiter. So, mein lieber Krillin. Ich muss jetzt erst wieder in die Steuerung reinkommen, ne? Also, man muss ja dazu sagen, Freezer steuert sich ganz anders. Ach so, das war nur einer, ja, gut. Stimmt. Jetzt am Anfang sind das ja nur einzelne Charaktere. So, mal gucken, wie es jetzt gegen Nappa ist, ob der es uns auch so leicht macht oder ob der ein bisschen härter ist. Ich glaube, er wird es uns auch leicht machen. Aber jetzt erstmal ein Story-Fragment. Gegnerische Krieger-Story Kapitel 3. Es wird bald Zeit. Freezer ist frei. Ich hab's nicht genau lesen können. Oh, ich werde alles zerstören. Alles, alles. Er kann reden. Der hier ist anders als die anderen erbärmlichen Exemplare. Ah, ich reiß dir die Arme und Beine aus. Nun, er kann vielleicht reden, aber er ist genauso dumm wie die anderen. Na schön, dann vertreibe ich mir die Zeit mit einer Demonstration meiner Stärke. Ja gut, ist halt Nappa, ne? Der war noch nie der Klügste. Aber muss er ja auch gar nicht. So. Ach, Nappa. Fang doch nicht so an. Ich habe ja unsere Kiri-Generation hochgemacht. Oh. Das war der falsche Schlag. Ich wollte mich eigentlich in Golden Freezer verwandeln. Habe ich aber nicht auf die Reihe gekriegt. Nun gut, dann sollte jetzt Nappa aber seine Schwächen eingestehen und unserem Team beitreten. Dann haben wir ja eigentlich nichts gewonnen, aber wir haben noch einen zusätzlichen Charakter. Was ist los? Ich hielt dich für einen Stümper, aber du hast was auf dem Kasten. Naja, ich habe mich nicht voll reingehängt, aber du hast überlebt. Warte bitte, bist du das, Lord Freezer? Oh, du weißt also doch, wo dein Platz ist. Bitte vergib mir. Ich bin es, Nappa, der Saiyajin. Ich habe mal für dich gearbeitet, erinnerst du dich? Nappa? Jetzt, wo du es sagst, kommt mir der Name bekannt vor. Verzeih mir, Lord Freezer. Es ist nur... Du siehst anders aus als das letzte Mal, als ich die Ehre hatte, dich zu treffen. Oh, du hast mich jetzt also zum ersten Mal in meiner derzeitigen Form gesehen? Aber wenn man seinen Herrn nicht kennt, ist das nicht Treulosigkeit? Natürlich nicht. Was auch kommen mag, ich werde deine Befehle ausführen, Lord Freezer. Diese Aussage muss ich noch auf die Probe stellen, oder? Aber wenn du es ernst meinst, wirst du mir ohne zu zögern dienen, ist das klar? Das bedeutet wohl, dass wir jetzt ihn dabei haben, aber wie kann er kämpfen ohne uns? Wie konnte er eben überhaupt kämpfen? Das war nicht vollkommen schrecklich. Anscheinend besitzt du ein Talent dafür. Wenn du ein bisschen mehr deine Stärke nutzen kannst, sollten wir imstande sein, C16 zu verhören. Bist du sauer? Natürlich bin ich das. Jemand wird dafür büßen, dass ich mich in dieser Lage befinde. Jemand hat mich mit einem Erdwurm verbunden und versucht, mich zu benutzen. Es besteht kein Zweifel. Man darf nicht glauben, was dieser Mann sagt.
Wenn doch, bist du ein Einfallspinsel, bei dem er übel wird. Ich weiß nicht, was sein wahres Ziel ist, aber er verbirgt bestimmt etwas. Oh, jetzt verstehe ich. Offenbar hat er ursprünglich vor, dich mit diesem Saiyajin zu verbinden. Dieser Saiyajin? Redest du von Kakarot? Und seit wann ist es dir erlaubt, so mit mir zu sprechen? Soll ich dir dein großes Maul stopfen? Nein, Lord Freezer. Das habe ich einfach falsch verstanden. Ich dachte, der Wurm in dir hätte gesprochen, Lord Freezer. Ich hoffe wirklich, dass dem so ist. Nappa, selbst du könntest dich in einer solch düsteren Lage als wichtige Marionette erweisen. Ich gehe davon aus, dass du weißt, was geschieht, wenn du mir keine angemessenen Ergebnisse erzielst. Natürlich tue ich das, Sir. Ich werde dich nicht enttäuschen. Schon besser. Ich erwarte große Dinge von dir. Dieser Freezer ist so ein Penner. Hast du was gesagt? Nein, gar nichts. Das will ich auch hoffen, sonst schlage ich dich grün und blau. So, ich habe noch nie mit Nappa gespielt, aber ich werde ihn jetzt einfach mal dazu nehmen. Oder, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch schon mit ihm gespielt und ich habe es bloß gerade nicht im Kopf, aber ich glaube nicht, dass ich sonderlich gut mit ihm kämpfen kann. Aber es wird sich jetzt zeigen. Vielleicht kann ich mit ihm ja ein bisschen besser als mit Freezer. Doch, stimmt, ich habe mit Nappa schon gespielt. Ja, ich erinnere mich, aber ich bin nicht gut mit ihm. Er ist mir persönlich zu langsam. Freezer ist halt ein schneller, aber nicht so starker Charakter und sehr viel Technik. Das liegt mir halt gar nicht. Aber eigentlich haut er nicht schlecht zu. Also ich meine, ich kann mit ihm besser als mit Freezer. Ist zwar kein Kunststück, aber es ist immerhin ein Anfang. Wie schnell lädst du Ki? Ja, gut. Verdammt. Gehen wir mal nicht auf den Keks. Ich teste hier gerade Techniken aus. Okay, das war die Technik. Was mache ich da? Dann mache ich das da. Okay, was mache ich hier? Mache ich auch das. Wie wenig Techniken hat Nappa? Er hat nur den Riesensturm und die Bruchkanone. Okay. Nappa ist ein verflucht langweiliger Charakter. Aber gut, ich nehme an, Nappa ist halt nicht so auf Techniken, sondern mehr auf Nahkampf spezialisiert. Was soll ich da groß von ihm erwarten? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Richtig. Es gibt also jemanden in dieser Welt, der so aussieht wie ich. Irgendwie gruselig. Wer auch immer diesen nutzlosen Mächtigen erschaffen hat, wird dafür bezahlen. Wenn ich mich um diesen Kerl hier gekümmert hat, spüre ich seinen Schöpfer auf und sorge dafür, dass er den Tag seiner Geburt bereut. Das mit meinem Klon und so könnte sogar ein großer Spaß werden. Zeit dir zu zeigen, wie stark das Original ist. Schwach. Also im Vergleich zu den heutigen Charakteren war Nappa ja wirklich sehr, sehr mickrig. Also ich meine, Nappa ist stark. Nappa ist ein sehr starker Charakter. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Aber im Vergleich zu den Charakteren, wie sie halt wirklich heute auftauchen, also ich sag mal, seit der Cell-Saga, kann eigentlich jeder, wirklich jeder, der Z-Kämpfer Nappa ohne Probleme vernichten. Selbst Yamchu hat im Jenseits genug trainiert, um die Ginyu Force zu besiegen. Also insofern. Achso, stimmt, da musste ja nah dran sein. Dann kümmert sich der jetzt drum. Insofern ist es eigentlich nur verständlich, dass keiner irgendeine Chance gegen ihn hätte. Also, jeder eine Chance gegen ihn hätte, so.
Vamps, das war's für dich. Also nee, Nappa ist nicht ganz meins. Ich hoffe, wir finden bald auch noch einen Cell oder so. Ich weiß gar nicht. Jetzt guck mal, wie viele Charaktere es hier gibt. Also das bestätigt eigentlich meinen Verdacht, dass zwei Charaktere in unserem letzten Abschnitt eigentlich gefehlt hätten. Und ich muss jetzt gerade mal mein Ohr kratzen. Ich weiß aber nicht, welche und wie man sie bekommt. Vielleicht habt ihr da ja noch Tipps für mich. Ich hoffe es sehr. Vielleicht guckt ihr das ja auch noch bei wem anders und habt eine Ahnung, ja, wie das Ganze abläuft. So, Trunks, Vegetas Sohn. Hier muss Nappa persönlich ja sehr mit zu leiden haben. Vegeta hat ja Nappa damals umgebracht. Stimmt, der konnte ja einen Pflanzenmann erschaffen. Aber irgendwie habe ich das nicht ganz so raus. So. Zeigen wir doch Nappa gleich mal hier, was er als Untergebener hier so von uns zu erwarten hat. Ich finde es ja ein bisschen schade, dass Frieza keinen richtigen Todesstrahl hat. Ich meine, er hat das hier. Aber das ist ja kein richtiger Todesstrahl. Das sind ein paar Kiebällchen. Stattdessen hat er halt diesen volle Kraftschlag, den ich persönlich ein bisschen doof finde. Aber wir können ja hier scheinbar sehr viele Charaktere bekommen. Also bin ich mal gespannt. Da muss ich dann auch in der Galerie mal gucken, dass ich hier diesmal alle Ereignisse abgrase. Mal gucken, wen wir da noch brauchen. Und gegen wen vor allen Dingen. So. Kann ich ja eventuell nach diesem Part hier mal gucken. Muss eh noch einen Part freischalten, den schalte ich viel zu spät frei eigentlich. Aber ich kann mal gucken. Kriegen wir dann auch das Jinyu-Sonderkommando? Stimmt, das fehlt uns ja auch noch. Aber die sind ja auch so schwach. Das Ginyu-Sonderkommando kann gar nichts. Jetzt am Anfang ist ja auch noch nicht so wichtig, wer welchen Klon besitzt, bekämpft, weil wir haben ja eh nicht mehr als zwei Charaktere. Insofern, ja, kämpfen wir eh immer mit dem ganzen Team. Aber später wird das nochmal richtig relevant. Und da will ich dann schon eigentlich alles haben. Und da wäre es dann eben auch gut zu wissen, ob ich Nappa drin behalten muss oder nicht. Oder, ja. Dass ich halt wirklich mit jedem Charakter jedes Event mal gesehen habe. Weil das ja scheinbar auch irgendwie auf die Verbündeten zutrifft. Also ich denke, Frieza muss auf jeden Fall mal Kid Buu gesehen haben. Beim letzten Zusammentreffen hat Nappa
dem lieben Tenshin Han ja eh einen Arm abgeschlagen. Hat ihm den abgeschlagen oder nur gebrochen? Ich glaube, er hat ihn wirklich den Arm gekostet, aber ich bin mir nicht sicher. So, komm. Jetzt will ich aber einen Zerstörungsfinish sehen. Wie, das gibt nicht mal einen Zerstörungsfinish. Nappa, du bist armselig. So, jetzt geht's an Captain Ginyu. Dann würde ich aber sagen, ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit Dragon Ball FighterZ. Bis dann, euer Wolf.